jetzt überall dieses sneaky, hey, du darfst nicht langkrabbeln, wenn die mich dezent nerven. Auch schöner Ort, um sowas verstecken, ist in so Ecken hier, aber da ist nichts. Sowas gibt es doch hier hinten auch nochmal. Das pustet mich zur Seite und dann nach da. Und wo, warte mal, da pustet mich irgendwas kreuz und quer durch die Gegend. Oder auch nicht. Schade. Schade, schade, schade. Hier kann ich nicht dran. Das habe ich eingesammelt. Ich glaube, hier ist kein zweites. Ich glaube, hier ist nur eins. Ja, 10 Stück, ich verpasse gerade so viel, kannst mir nicht erzählen. Das hier oben haben wir schon eingesammelt, oder? Das haben wir eingesammelt. Sonst gerade nichts mehr. Hm, okay. Nicht, dass ich die brauche, um so Kisten oder so kaputt zu machen für Dinger. Das wäre ein bisschen nervig. Hey, eine Lavalampe. Einsammeln, bevor er eingetötet wird. Okay. Ja, das ist mal den hier mit. Fallen dann einfach 3 Jahre runter, cause why not? Zumindest das Teil schon mal auf. Nicht, dass da unten irgendwo eins ist. Traue ich dem was zu? Hell ja. Yeah. Traue denen alles zu. Okay, hier waren wieder 2 drin. Vielleicht habe ich eben echt über irgendwo eins übersehen. Kann gut sein. Aber je öfter du den Kram machst, desto eher weißt du ja eh, wo der Kram ist, von daher. Das ist nur ein Herz, ne? Das ist nur ein Herz. Okay.
Ich war die ganze Zeit am gucken, wo ich mich hochziehen kann, weil ich mir dachte, irgendwas klickt hier doch. Und dann ist das das scheiß Ding. Mein Gott. Okay, wo ist der Ausgang? Ausgang? Ich blind, ich nix finden Ausgang. Wo bin ich hier drüben? Nee. Oh, doch. Luftballon. Okay. Money. Durch die Decke. Anscheinend war der Rumbi ein voller Erfolg. Hier ist echt nichts drin. Damn. Das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass diese Picture-Dinger zum Sammeln extrem schwer zu finden sind. Also wirklich extremst schwer. Da kannst du noch drauf kommen. Und dann fehlen mir immer noch 4. Außer die haben halt einfach mal 4 in ein Level gepackt. Also so ins letzte Level. Ich meine, das würde mich nicht wundern. Hat es alles schon gegeben, aber es ist eher unwahrscheinlich. Hier unterm Tisch wäre auch ein super Versteck gewesen. Weil du kannst da drunter krabbeln. Nee, kannst du nicht. Ah, okay. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Das ist halt das Merkwürdige. Du hast eigentlich die ganze Zeit, siehst du immer, wo Kram ist. Oder die sind zumindest was heißt in seinem Sichtfeld? Ah! Okay, sure. Die sind zumindest, wenn du die Kamera drehst, siehst du die halt meistens. Also in, I don't know, 80% der Fällen. Aber die hier sind definitiv ultra gut versteckt. Oh, hab ich das Ding jetzt echt... Oh, das war dazwischen. Oh. Hier unten. Oder im Truck. Ja. Angriff der Roborumbis. Die eigentliche Frage, die ich mir stelle, ist, warum sind sie aggressiv? So. Ja. Die schwebt einfach, okay. Ich meine, das ist ein Timer, wir stellen keine Fragen. War hier unten nicht irgendwo eins? Habe ich das schon eingesammelt? Bin ich doof? Und dann fehlen mir 2. Ich vermute, das sind 2 im ersten Level, die ich einfach partout nicht gefunden habe.
was ziemlich crazy ist. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt noch zwei finde. Ich meine, ich werde jetzt hier noch einmal durchgehen und gucken, aber ich glaube, ich habe ja alles. Sieht nicht so aus. Nett, oh. Nett. Springt, aber das habe ich eben auch eingesammelt. Nee, ich glaube, das war's hier. Hier geht's hoch, da geht's hoch und da ist Exit. Okay, ich habe zwei Stück vergessen irgendwo. Das hilft mir wie weiter? Viel Spaß, das DLC zu finden, weil anfangs sagt er dir nicht mal, ob das DLC ist. Anfangs sagt er dir, oh guck mal, hier ist der Online-Koop-Kram. Und dann ist so lag, ja, such mal. Und ich dachte mir so, okay. Ich meine, irgendwann hat das mir gezeigt, aber das ist. Der zeigt mir mein Objekte-Food, ist definitiv weird. Okay, hier könnten noch zwei versteckt sein. Könnten. Come on, Game. Sei nicht gemein zu mir, ich will das Level nicht nochmal spielen. Das sieht so aus, als ob wir das Level nochmal spielen. Maybe. Ja, ich habe eine vergessen. Das wurmt mich. Oder? Oder? Ist das einfach nur ein random Licht? Ich glaube, das ist nur ein random Licht. Damn, ich habe echt eins vergessen. Das wurmt mich. Das ist doch kacke. Okay, schließen wir den hier mal ab. Hilft ja nicht. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, oder? Das ist so, weiß ich nicht, man hat es irgendwann mal gespielt und dann spielst du es wieder und denkst so, wie geht das nochmal? Oh jo. Ja, ich bin dran gewöhnt. Hä? Okay, ja. Wo ist dieses eine Scheiß-Piece, was ich vergessen habe? Ich schwöre, ich rast aus, ey. Bei mir ist jemand drin? Ja, wenn du das anhast und kein Passwort drin hast, hast du ab und zu random Leute drin. Oh, das ist scheiße dann. Ja, ist ja egal, du kannst ja einfach einen Raum aufmachen. Ich weiß halt nicht, ob du das irgendwie kontrollieren kannst, ob einer, wenn einer joint und wenn nicht oder so. Also, guck. Zumindest habe ich keine Option dafür gesehen. Dude, wo ist dieses Scheiß-Piece? Ich dreh durch. Muss doch hier sein, oder habe ich das in einem anderen Level übersehen? Hast du ein Bild davon überhaupt? Wovon? Von dem Timepiece.
Nee, das Ding ist, ich suche quasi in den. Du hast doch immer in den lila Zeitrift-Dingern hast du doch immer diese Geschichte, diese Fotos. Und mir fehlt genau ein Foto. Ah ja, das hatte ich gesehen gehabt. The Last Journey war das, glaube ich, das erste Bild. Wo ist der Shit? Mir ist erstmal der Pfeil auf 86. Ich darf erstmal weiterspielen. Nee, das kann gut sein, dass der Pfeil auf 86 ist. Mein 100er Safe ist auch wieder runtergegangen. Auf wie viel Prozent? Weißt du, ich glaube 86. Das ist hier. Oh mein Gott, Dude. Das lag genau vor meiner Nase und ich hab's einfach nicht gesehen. Ich hasse dieses Spiel manchmal, ich schwör. Das Spiel will ich trollen, ja, hier bin ich. Ja, das macht das Spiel aber immer. Ich hab ja eben schon gesagt, das ist. Head in Time hat ein. Die haben das fucking perfektioniert. Es liegt genau vor deiner Nase und du siehst es nicht. Man kommt auch. Wenn ich ganz ehrlich bin, die einfachsten Dinge, die sind gut versteckt. Scheiße gut. Hey. Und wo waren die hier? Ah ja, hier war eins. Nee. Ich krieg diese scheiß Geschichte zusammenspielen, wenn das das letzte ist, was ich heute tue. Und wenn ich die Dev-Konsole anmachen muss. Ah, ich glaube, so schlimm wird's nicht. Goddammit, wo war das Secret Piece hier? Ich war doch nur auf Klo, ich kann doch nicht auf Klo alles vergessen haben. Da war's. Ne, da ist eins. Hier war noch eins. Hier waren zwei. Ah, da hinten. Ich muss irgendwie den DLC starten. Nur ich weiß nicht wo. Ja, ich sag ja, der Hut sagt dir nur, oh guck mal, hier ist Online-Shit. Ich meine, mir hat's mein Hut irgendwann gesagt, so nach vier Anläufen. Nee, ich sehe schon. Irgendwer hat angedockt, aber wie komme ich da hin? War das alles? Ich glaube, das war alles. Ich weiß schon wie. Ja, das war alles. Es gibt nur einen extra. Okay. Oh mein Gott, wo war der Shit hier? Hier war ein. Bleib hier, Timepiece. Geht doch. Schon gefunden. Es ist halt. Wie gesagt, ich habe am Anfang auch ein bisschen rumgeirrt. Ja, durch den Hut wusste ich, welche Position. Ja, mein Hut hat mir halt anfangs nicht mal die Position gesagt. Mein Hut war like, oh guck mal, hier ist Online-Chat. Und ich war like, okay, cool, Online-Chat, und jetzt? Oh, das ist natürlich die Scheiße dann. Nee, wo ich eine Single-Party gemacht habe, glaube ich, habe ich direkt gesehen in diese Sachen. Wie heißt das? Labor. Ja, unten in dem Labor halt, ja. Genau. Stimmt, hier war der andere. Jetzt muss ich erinnern, wo die alle waren, ne? Ich krieg das schon wieder zusammen, so ist das nicht, aber. Dann fehlt hier wieder einer. Genau, ein ganz anderer. Ja, ist unwahrscheinlich. Hast du die Outfits eigentlich auch permanent oder nur für den DLC? Du meinst die du kaufst? Die hast du permanent? Ich lauf da ja gerade mit rum. Da läufst du auch auf dem Schiff mit rum.
Ich hoffe, du hast genug fucking Pawn Currency. Wie viel habe ich? 1400 momentan. Ja, ich bin mit 2400 reingegangen und war pleite. Oh. Muss zwischendurch einmal farmen gehen. Weil du kannst halt, weiß ich nicht, an jeder Ecke irgendwie Farben kaufen und Outfits und hast du nicht gesehen. Ich habe davor ja alles mögliche gekauft. Also die ganzen Badges, die habe ich mir davor auch schon gekauft. Die hatte ich ja bereits alle. Den ganzen Badge-Kram habe ich halt nicht gemacht. Okay, ich habe das Gefühl, ich übersehe hier Kram. Oh, da, natürlich. Echt zack, genau vor meiner Nase. Aber muss ich hier irgendwie hin? Also habe ich die ganzen Mechanics nicht verlernt. Naja, selbst wenn du die verlernst, hast du ja relativ schnell wieder drin. Gibt ja jetzt Gott sei Dank nicht so viel. Glück. Nicht so wie letztens, wo ich ein paar Mod Custom Level gespielt habe und dachte, Alter, ich muss das Spiel neu lernen, ey. Ja, du weißt selber, es gibt so viele kreative Köpfe, die machen die Mods dann nur richtig Schmackes. Da ist der Ausgang. Na, ich wollte gerade sagen. Dude, mein Game ist gerade fast wieder gecrashed. Holy shit. Ja, das Spiel hat leider in sich mit den Crashes. Ein Rare Sticker ist mit der P und der Spaceship. Sonst war hier nix. Hier müssten dann jetzt noch zwei sein und einer am Endlevel, genau. Frage wo. Oh, jetzt erstmal den offensichtlichen Shit ein. Ja, super. Und da oben ist noch einer. Ich glaube, mit der Einsammelbatch kann ich nicht von oben einsammeln, richtig? Bingo. Super. Der andere war hier irgendwo zwischen. Hast du alles schon alle Sticker gefunden? Ne. Ich habe nach ein paar gesucht und habe ein paar also irgendwann hast du da ein Auge für. Irgendwann guckst du halt dreimal jede Wand ab. Aber alle habe ich definitiv noch nicht. Das Einzige, das was ich auch mal interessant finde, das ist von den Twitter ganzen Posts. Ich habe mir noch nicht angeguckt, was die heute alles getwittert haben. Hier unten war das ja auch. Aha! Hier. So, da ist 9. Das heißt, ich kann hier raus. Ich kann nicht skippen. Gedruckt halten. Geht denn nicht? Es gibt ein paar Dialoge, die du nicht skippen kannst. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht warum. Doch, du kannst die ganz am Anfang skippen. Ein bisschen weird. Ach. Nee, das ist hier bei der Zentrale, wo du die Guide bekommst. Nee, da kannst du nicht skippen. Ist mir eben schon aufgefallen. So, und jetzt brauche ich nur noch den hier hinten oder müsste ich alle haben? Okay, das sind alle. Nice.
wenn ich die Welt schon so sehe, die ist riesig. So riesig ist die nicht. Das wirkt nur so. So Spiel, dann gib mir doch mal die lustige Geschichte dieses Dings hier. One Last Journey. Du fantasierst okay. Doch nur. Ich fantasier nicht. Und man sieht das aus der Welt des Rumbas. Okay. Zusammengebastelt und es liebt mich und dann. Oh, das ist cool. Dann kam ja die Mafia und dann war da das blöde Headkit und dann habe ich Party gemacht. Und dann gegruselt, weil es da von Forest. Das ist, glaube ich, wegen diesem Nightmare. Ja, ja, richtig. Ja, dann kam Headkit, hat alles geklaut. Dann war er happy, weil ich alles zurückgebracht habe. Oh, wir lieben unseren Rumba. Süße Geschichte, okay. Bescheuert. Hey, irgendwas muss man ja machen. War das jetzt alles? Das scheint alles gewesen zu sein. Okay. Ha. Huh. What the fuck? Okay. Das ist quasi der gesamte Content, zumindest ohne den Multiplayer von dem Ding hier.